Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Oh mein Gott. Rabe. Hockte. Kann ich da irgendwas machen? Dankeschön. Pekra gemerkt. Okay, cool. Wir haben... Kann ich jetzt auch so einen Rabenfight machen, oder? Also wir können jetzt auch mehr Viecher spawnen. Ah, weil Tri mehr Dreiecke hat. Klar. Okay, krass. Genau, wo waren wir? Es hat ein bisschen chaotisch angefangen, sorry. Genau, wir waren hier. Im letzten Part haben wir hier noch ein bisschen Zeug erkundet. Wir haben hier ein Herzteil gesehen, was wir nicht bekommen haben. Wir haben hier ein Herzteil bekommen, wo wir die Ananas besiegt haben mit der anderen Ananas. Wir haben den Tempel abgeschlossen und in diesem Part schauen wir mal, was wird. Bei den meisten Gegnern müssen wir leider einfach vorbeilaufen. Und hier müssen wir schauen, was sich in diesem Luftbattle ergibt. Hallo, aua! Dankeschön. Das tat weh. Die Raben sind ja richtig, richtige Keks. Ich hasse sie. So, wir brauchen Betten. Was denn auch sonst? Wir müssen jetzt auf Höhe von diesem Baum kommen. Und können somit die Truhe öffnen. Da ist ein Fuffi drin. So. Und wir holen uns die Raben zurück. Ich finde die Raben cool. Die Raben kann man mitnehmen. Die können auch in der Luft angreifen. Sind super. Ich laufe mal hier unten ein bisschen das Zeug ab, bevor ich hier in die Wüste gehe. Da habe ich schon eine Gerudo-Tante gesehen. Hier ist ein Leitstein. So, hier ist ein Krog. nee, ich hab wirklich keine Ahnung, warum ist hier ein Stein drin? Das verunsichert mich gerade so. Wir könnten eine Challenge machen und diesen Stein da rausholen. Ich markiere es mir mal als interessant. Sieht sass aus. Ich hoffe, wir müssen keine Krogs sammeln. So, ab in die Wüste. Hier sind die Gerudos. Sandhai. Und ein Bazaar. Oh, das sieht so cute aus in diesem 2D-Stil. Und dann guckt man sich TOTK an oder BOTW und denkt sich so, wow, fuck, das Ding ist riesig. Irgendwo hier muss sich ein Zugang zur Rissöffnung befinden, aber diese Wüste ist so riesig. Da weiß ich nicht, wo wir anfangen sollen. Sollen wir uns vielleicht einfach mal in der Umgebung des großen Risses umsehen? Ich kann das nicht mehr. Ich auch nicht. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich von zusammen vor Erschöpfung. Ich auch, aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Kein Ding, ich mach das. Ah, der Skorpion ist nicht ohne. Ich mag diese Sneaky-Beaky-Attacke von ihm. Nehmen wir mit. Ist ein bisschen wie Pokémon sammeln. Aruroda gemerkt. Okay, die Wüste ist halt echt riesig.
Da oben ist eine Höhle. Scheiße, ich muss da hoch. Ah! Wo sind wir denn daheim? Okay, das sollen wir hinbekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Hier ist eine Höhle. Es war schon schwer genug, hierher zu kommen. Mann. Hallo? Stirb! Einfach ein Armadillo, lol. Gürtelpraller Level 2 gemerkt. Ich habe noch nicht mal den auf Level 1 gesehen. Ja, stirb! Die Ananas ist immer noch das Beste überhaupt. Ich liebe sie. So, was finden wir hier in dieser abgelegenen Höhle? Ein Frostkaktus. 10-mal direkt konsumieren kann dieses Item Herzen auffüllen. Es ist halt super viel an TOTK angelehnt oder von TOTK inspiriert. Ich werde sicherlich nicht kochen, aber trotzdem schön zu haben. Ein Chili. Klugpfeffer erhalten. Scharfe Schote, die in der Gerudo-Küche nicht fehlen darf. In dieser Form ungenießbar. So. Noch ein Zwani. Wir rennen hier durch. Das ist toll. Was ist das hier? Kann ich das kaputt machen? Das war ein Thumbleweed. Habe ich zum ersten Mal in den USA gesehen. Ich habe die Dinger so gefühlt. Sind tatsächlich eine eigene Pflanze. Was ist das? Kann ich es töten? Stirb! Sandpiranha gemerkt. Wie der Sandhaufen sieht aus, als ob man den weggepustet bekommt. Ich weiß noch nicht wie. Und hier oben sollte auch irgendwas sein. Sieht auch ein bisschen sass aus. Huh. Mir gefällt die Umgebung hier. Wirklich. Okay. Warte, wir gehen oben lang, weil hier ist die Oase. Genau. Eine Hylianerin in der Gerudo-Wüste, welch seltener Anblick. In dem Zelt dort ist eine Gerudo-Forscherin mit ziemlich seltsamen Dingen beschäftigt. Vielleicht wäre es eine schöne Ablenkung von diesem schrecklichen Riss, dort als Aushilfe zu arbeiten. Da kann ich bei dir nichts kaufen. Elende Lanmola, wo steckst du? Lanmola? Ja. Lanmolas sind Monster, die in der Wüste leben. Bist du unterwegs in der Gerudo-Wüste schon mal in einem Sandsturm geraten? Lanmolas können solche Sandstürme erzeugen. Besiegt man den dafür verantwortlichen Lanmola? War es das auch mit dem Sandsturm?
Augenzeugen zu folgen treiben im Moment mehrere Lamodas ihr Unwesen, aber wo in dieser weitläufigen Wüste steckt sie bloß? Ach, dieses Pokémon müssen wir fangen. Okay. Wenn du dich in der Wüste verläufst, solltest du einen Blick auf die Karte werfen. Mitten in einem Sandsturm bringt einem allerdings selbst die Karte nichts. Diese Kapuze. Oh, Verzeihung, ich habe dich wohl mit jemandem verwechselt. Einmal wurde ich beinahe von einem Riss verschlungen. Da erschien plötzlich ein Schwertkämpfer und rettete mich. Er trug dieselbe Kapuze wie du. Wie tapfer er da stand und die unzähligen Monster mit Leichtigkeit besiegte, die aus dem Riss strömten. Ich bin Soldatin geworden, weil ich auch so stark sein wollte wie er. Link ist einfach eine Legende. Einfach ein Deku-Händler? Willkommen, ich bin ein Händler-Deko und dies ist meine Smoothie-Shop-Filiale. Bei uns kannst du deine eigene Smoothie-Kreation verwirklichen, traumhaft, oder nicht? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht, du wählst einfach zwei Zutaten aus, also los! Na gut, dann nehmen wir mal Chili. Und Butter. Nee, wir müssen die Butter ersetzen. Und einen Frost... Nee, einen Apfel. Nee. Eine Milch. Wir machen Chili-Milch. Dein Wunsch ist mir Befehl. Dies und jenes, kräftig schütteln, dann noch ein Messerspitzchen von meinem Geheimzutat und... Badabum. Fertig ist das feine Gebräu. Glutmix Spezial! Vielen Dank. Das Rezept für deinen soeben hergestellten Smoothie habe ich noch mal fix notiert. So kannst du jederzeit noch mal mixen. Übrigens, du siehst aus, als würdest du viel herumkommen. Wenn das stimmt, kannst du uns Händler-Dekos vielleicht helfen. Die Sache ist nämlich die... Unsere Smoothie-Shops haben gerade erst die Pforten geöffnet. Und um unsere Geschäfte auszubauen, sind wir dabei, überall in Hyrule Zweigstellen zu eröffnen. Leider nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass unser Sortiment nicht über Saftladenniveau hinauskommt. Der ist ziemlich flach. Dabei gibt es so viele verschiedene Zutaten auf der Welt, das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nur die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln und ist alles recht, solange es uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Danke schon mal. Ach ja. Auch an anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Sie besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten, damit wir der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag hallo und lass sie am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Was war das Nebenziel? Irgendwas mit Saftkraft? In Saft und Kraft. Okay. Warte mal. Und irgendwo müssten wir jetzt... Genau. Warte mal, aber... Hä? Wo sind denn jetzt die Rezepte? Wo findet man die Dinger? Wenn nicht einmal Facette die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Was brauchst du? Oh, Verzeihung, ich heiße Tumali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir ja dann mal helfen. Hast du schon einmal fliegende Bodenfliesen gesehen? Ja, leider schon. Laut der Nachforschung meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Falle eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Falls du einmal auf so eine stoßen solltest, würdest du sie mir mitbringen? Also gut, nehme ich mit. Ich kann die Kiste öffnen. Alter, die ist so obvious, dass sie schon wieder... gut versteckt ist. Gut. Was können wir noch machen? Wir machen, Wir machen hier noch ein paar.
sieht voll geil aus. Süßer Milchsmoothie erhalten. Sieht ultra geil aus. Würde ich wegkippen. Am besten noch mit ein bisschen Baileys drin oder so. Kommt sicher wild. Cool. Dann, wir haben das safe 10 Kombinationen. Wir sind jetzt bei Kombination Nummer 3. Zitterapfel und... Blütennektar. Apfel-Mix-Movie. Sicher super erfrischend. Mit ein bisschen Wodka. Mashallah. Das gleiche machen wir jetzt mit Traube. So viel zum Motto, ich möchte nicht kochen. Fertig ist dein Gebräu. Oh mein Gott. Einfach Wein. So, dann haben wir natürlich noch die Kaktusfrucht. Ich würde es wegkippen. Ohne Witz, schmeckt sicher besser als so ein komischer Gönnergy. Gut, dann sind wir fertig mit dem Honig und dann machen wir mal weiter mit dem Kaktus und dem hier. Ich möchte euch gerade nur ein bisschen die Möglichkeiten auflisten, wie viel wir jetzt schon aus diesen paar Dingen hier machen könnten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Milchmix-Smoothie. Smoothie. Ist es immer ein Milchmix? Ja, es ist immer ein Milchmix. Scheiße, okay, mit Milch können wir nichts mehr anfangen. Aber wir können die Dinger noch untereinander kombinieren. Ich probiere es einfach mal mit Butter. Ich weiß, wir verschwenden gerade einen Haufen Dinge. Süßer Leuchtsmoothie. Wir nehmen einfach mal den Frostkaktus noch. Salziger Kaktus-Movie. Getränke ansehen. Wie viel habe ich denn jetzt entdeckt? Ich glaube, wir haben so ein Limit gerade erreicht. War mal kurz, aber wenn ich Butter und Salz nehme, dann habe ich ja Ramsch, oder? Salziger Leuchtsmovie. Ah, okay. Mit Butter bekommen wir Leuchtsmovies. Oh, ehre ich mich. 1, 2, 3, 10. Du hast jetzt 10 neue Rezepte für uns ausgecheckt. Bei so vielfältigem Angebot sollte doch für jeden Kunden was dabei sein. Herzlichen Dank. Was? Danke für die neuen Rezepte. Hier, deine Belohnung. Okay, wir haben es doch geschafft. Du hast ein Suchrohr erhalten. Aua. Ich habe mir gerade den Tisch am... die Hand am Tisch angeschlagen. Damit findest du beim Zerstören von Dingen und Besiegen von Monstern etwas mehr Smoothie-Zutaten und Monstersteine. Gut, dass wir dich damit beauftragt haben. Jetzt haben wir endlich ein vielfältiges Angebot. Andererseits, wenn man erst auf den Geschmack kommt, will man immer mehr in diesem Sinne. Du willst nicht zufällig noch mehr Rezepte für uns kreieren. 20 neue Rezepte. Für dich, Meistermixerin, sollte es doch ein Klacks sein. Im Erfolgsfall winkt natürlich auch wieder eine Belohnung. Okay. Krasser Scheiß. Einmal haben wir doppelt gemacht. Das war hier. Aber in dem Fall... kommen wir eigentlich ganz gut durch. Ich hätte halt gerne irgendwie so ein Lexikon nach dem Motto, hey, das hast du nicht, aber das haben wir irgendwie nicht. Das triggert mich gerade ein bisschen. So, wir können, bevor wir hier mit ihr reden, ein neues Bett machen. Premium-Bett, Luxusbett, geil, cool. Endlich müssen wir nicht mehr auf diesen Billo-Betten-Rätsel lösen.
Was ist das hier? Du hast dein Auge auf meinen Fächer geworfen. Tja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber erstmal möchte ich mit dir über etwas sprechen. Ja. Früher einmal diente dieses Zelt als Rückzugsort für Kriegerinnen und Tänzerinnen. Jetzt nutzt Turma es für ihre Mango-Forschung. Die in der Wüste auftauchenden Risse scheinen Turma nicht groß zu stören. Königin Sera wird sich darum kümmern, meint sie. Sie denkt in größeren Maßstäben und will heute schon die Probleme von morgen lösen. Du musst erst mit mir über die Mango-Sachen sprechen. Also gut. Hallöchen, willkommen im Rüstmango-Labor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrise vorbereitet zu sein. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmango-Samen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Da wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst, was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann und ohne neue Daten gibt es auch bald keine neuen Forschungsgelder mehr. Deshalb habe ich die Mango-Express-Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen, zum Beispiel durch einen Pirouette oder so. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr beheben, aber ich habe eine kleine Belohnung eingeplant, falls jemand besonders viel erntet. Ich will diesen Fächer. 10 Rubine, okay. Wir müssen es leider machen. Ich hasse eigentlich so Minispiele. 40 Mangos, okay. Kleine Erschütterung reicht aus. Von 50, wunderbar. Starke Leistung, du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. 5-mal Rüstmango erhalten. Direkt konsumieren. Konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber sehr schwach. So einen Ernteertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Bei solchem Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Schau gerne vorbei, wenn du immer, wann immer du willst. Du bist hier stets willkommen. Ja, wann kann ich den hier haben? Hast du ein Auge auf meinen Fächer geworfen? Bevor ich mich der Forschung verschrieben habe, war ich eine ziemlich angesehene Tänzerin, musst du wissen. Aus dieser Zeit stammt auch mein goldener Fächer. Den habe ich bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Nun, ich könnte mich vielleicht davon trennen, aber nur, wenn du dich bei der Mango-Express-Ernte richtig ins Zeug legst. Ja? Warte kurz. Ich, habe diese Ding schon gesehen. Ja? Diesen Absatz. Huh. Gut, nehmen wir den Spezialsamen. Aus diesen Samen sprießen neben den Mangos auch gefährliche Dornen hervor, aber du packst das schon. Ich möchte, dass du mindestens 50 Mangos erntest und falls du sogar alle erwischt, fällt die Belohnung sogar noch größer aus. Fangen wir an. Ich brauche diesen Fächer. So kriegen wir diesen Sandhügel weg.
Okay, man sieht, wo Dornen sind. Das ist ziemlich obvious. Hier ist eine Dorne, hier nicht. Scheiße. Ja, ganz ehrlich, die 50 habe ich. Scheiße. Okay. Knappes Ding. Reifeleistung. Erstaunlich, dass du auch mit diesem Samen dermaßen viel ernten konntest. Ich habe noch gleich gewusst, dass du Potenzial hast. Als Zeichen meiner Anerkennung checke ich hier diesen goldenen Fächer. Ich habe ihn vor langer Zeit bei einem Tanzwettbewerb bekommen. Gut, gib mal her. Prunkvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich da mit Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Einige der Rüstmangos, die du geerntet hast, darfst du auch gerne noch mitnehmen. 5 Stück. Vielleicht würde sie sogar bei den ultimativen Samen klarkommen. Klar bergen die riesigen, aber bei ihrem Können passiert schon nichts. Du hast dabei geholfen, ein neues Feuer in meinem Forscherherz zu entfachen. Das wahre Potenzial der Rüstmangos ist noch lange nicht ausgeschöpft, musst du wissen. Ich werde eine noch viel bessere Variante entwickeln. Es könnte allerdings etwas dauern. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir was im Sinn steht. Wo habe ich jetzt diesen Fächer? Ja, wir bleiben erstmal noch bei den Herzen. Wir haben nämlich noch zu wenig. Und dann würde ich gerne gucken, wo dieser komische Fächer ist. Was kann ich denn mit dem machen? Ist das so eine Trade-Quest oder so? Wo wir jetzt hier gestartet haben? Okay. Anyway. Wir sind schon noch recht weit gekommen. Was ist das hier? Der Riss der Gerudo-Wüste. Ach so. Der Riss ist aber mehr so hier. Ich bin gerade am überlegen, wo wir lang gehen. Sollen wir eher hier oben machen? Sollen wir eher hier unten jetzt hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Was ist das hier, ein Stempel? Hallo! Digga, wer ist er denn? Fortnite! Es ist Fortnite! Ja! Hallöchen, ich bin der Stempelmann! Stempel sind mein Leben! Er wird nicht sehr schlau. Stempel sind mein Leben! Es gibt in ganz Hyrule keinen größeren Stempelexperten als mich! Du fragst dich sicher, was das hier ist, hä? Das ist eine Stempelstation, jawohl, ja. Es ist nirgends schöner, stempeln zu gehen. Es geht einfach nichts über Stempeln. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen aufs Papier drückt. Oh. Und dafür wird man mit einem super schönen Bild als Andenken belohnt. Es gibt nichts Besseres. Anspielung auf die japanische Stempelkultur. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an den verschiedensten Orten Stempelstationen eingerichtet. Es veranstaltet ja eine Stempeljagd, bei der es darum geht, all diese Stempelstationen aufzusuchen. Wenn dich das nicht überzeugt hat, weiß ich auch nicht. Du bist jetzt ganz sicher heiß auf die Stempeljagd, oder? 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 Ja. Natürlich willst du stempeln. Als allererstes brauche ich eine Stempelkarte. Ohne kann man nicht auf Stempeljagd gehen. Du hast eine Einsteiger-Stempelkarte erhalten. Stempelkarte für Stempeljagd Neuling. Vom Stempelmann in liebevoller Handarbeit gebastelt. Endlich zahlt sich der ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stempel mal drauf los, was das Zeug hält. Zeig mir, was in dir steckt. Junge. Jawohl, ja, so wird gestempelt und nicht anders. Wenn du deine Stempelstation entdeckst, hol dir dort deinen nächsten Stempel. Ich habe übrigens keine Stempelstation in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser aufgestellt, nur damit du es weißt. Die Stempeljagd soll dich ja nicht in Gefahr bringen, sondern Spaß machen. Für das Füllen der Stempelkarte bekommst du von mir eine Belohnung. Na,
Das sollte dich doch wohl motivieren, fleißig Stempel zu sammeln, oder? So, bitteschön, mitmachen, auf zur Stempeljagd! Hm, du möchtest wissen, wer ich bin? Ja, dann spitz mal die Ohren. Vor dir steht nämlich der Stempelmann. Keiner liebt Stempel mehr als ich. Und um ganz Hyrule näher zu bringen, wie toll es ist, Stempel aufs Papier zu drücken, habe ich die Stempeljagd erfunden. Und damit wäre auch schon alles gesagt. Junge. Oh, und hier fängt dann dieser Sandsturm an. Habt ihr diese Grenze da gerade gesehen? Du läufst ja einen Millimeter über den Stempelmann. Der Stempelmann ist der Horror. Cool. Hier geht's mit dem nächsten Part weiter. Ganz sicher. Und an der Stelle will ich mich bedanken fürs Zuschauen, wenn ich den Part gefallen hat. Lass ihn auch noch rum da, wenn ich belast mit Schuh. Im nächsten Part geht's weiter. Tschüss und bis bald.